ich war als Stellvertreter, ich war im Wesentlichen mit der Organisation der Partei und für die Inhalte zuständig. Und auch meine Pressearbeit war darauf, da hatte ich dann Angela Merkel dann auch mal eingestellt. Das waren meine Aufgaben, also die Partei lebensfähig zu halten, denn es gab ja dann harte innere Kämpfe zwischen den linken Reformern, die es blieben, Friedrich Schollermann, und den liberal-konservativen Politikern bei uns, die auch die Einheit wollten. Und also sehr viel schneller und als andere. Und diese Konflikte habe ich versucht zu moderieren. Ich habe gedacht, ich kann die noch zusammenhalten. Im Dezember gab es dann diese großen Parteitag in Leipzig, wo es sehr hart gekämpft worden ist, beide Flügel. Und die haben sich dann auch getrennt. Ja. Also diese Aufgaben war für mich natürlich auch was vollkommen Neues. Ich war eigentlich, ich habe in Wissenschaft gearbeitet, als engagierter Mensch in diesen Oppositionsgruppen, plötzlich hatte ich so eine richtig klassische, so eine Art Generalsekretärsaufgaben. Gut, ich habe ein Pfarramt, habe eine Studentengemeinde organisiert und an bestimmten Gruppenszenen habe ich auch was rumorganisiert. Aber plötzlich eine Partei zu organisieren, ohne dass man zentrale Register hat, ohne dass man ausgereifte Papiere hat, ohne dass man überhaupt eine Geschichte hat, worauf man sich berufen kann, das ist der große Nachteil. Und dann die Haufen Leute, die Obstruktionsarbeit machen. Ja? Also bis Schnur, der dann selbst noch als Stasi-Mann enttarnt wurde. Also diese, ja, das muss ich sagen, das war einfach nur eine harte Arbeit, die hat mir mäßig Spaß gemacht. Ich war nur froh, dass ich einen Beitrag leisten konnte, dass die DDR verschwindet. Aber diese Politik, das ist nicht mein Ding. Also das ist ein bisschen salopp ausgedrückt. Aber ich war dann froh, dass ich dann wieder in die Wissenschaft zurückgehen konnte. War das auch, was Sie jetzt gerade so anklingen lassen, der Grund, dass Sie sich nie an die Spitze gedrängt haben, ja, von Initiativen, Bewegungen, Parteien? Ja, das ist der Grund. Also ich bin dann immer, war sehr oft stellvertretender Vorsitzender. Das hing aber damit zusammen, wenn ich es mal so unbescheiden sagen kann, mit meiner inhaltlichen Stärke gegenüber anderen. Aber ich habe nicht, die operative Politik wollte ich nicht so stark machen. Und obwohl ich da Angebote hatte, später von der CDU, auch aus West-CDU. Aber ich wusste, das ist nicht meine Sache. Ich hatte es so gewünscht, und dass ich jetzt plötzlich schreiben kann. Wir sind ja auch Flügel gewachsen. Ich habe viele Bücher geschrieben seitdem, habe ungeheuer viele Kontakte und habe mir eine Stellung erarbeitet im wissenschaftlichen Bereich, obwohl ich für eine Professur natürlich zu alt war. Aber ich habe dann, und das waren, also insofern, sage ich zu meiner Frau immer, konnte ich abheben, ich konnte fliegen. Mehr Freiheit kann man nicht haben. Also, und das Politische, das ist mir schwer gefallen. Wissen Sie, wenn Sie in den Formulierungen ständig um die Halbwahrheiten rumkreisen, um nicht die Interna zu verraten, ja, wie kaschieren Sie die Kämpfe, die man in der Partei hat, nach außen und so was? Wie schießen Sie einen in der Partei ab, nachdem Sie wissen, dass der früher für den Staat irgendwie was Schlimmes gemacht hat? Also diese taktische Kühle und Härte, die habe ich nicht gehabt. Ja.